Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist eben schon vom Kollegen Kämmerling darauf hingewiesen worden, dass das in der Tat ein ungewöhnlicher Vorgang ist, dass man zu ein und derselben Materie innerhalb von wenigen Monaten seit Oktober bis Januar zum dritten Mal redet. Man möchte fast im Anschluss an den geschätzten Kollegen Kämmerling sagen, jetzt wächst zusammen, was sich zusammen enthält. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass im Entschließungsantrag viele der Kritikpunkte, und da komme ich noch mal auf die Debatte aus Oktober zurück, viele der Kritikpunkte, die Sie hier auch thematisiert haben, haben wir damals gemeinsam, SPD, Grüne, CDU und FDP, auch hier angesprochen, haben gesagt, man muss dafür in der Tat Sorge tragen, dass ältere Menschen, dass junge Familien bei Anschlusskrediten irgendwie nicht ins Bergfreie fallen. Darüber haben wir hier Einigkeit gehabt. Es hat den Entschließungsantrag gegeben. Und ich persönlich habe auch den Eindruck, dass Herr Maas da auch durchaus mit dieser Kritik maßvoll auch umgegangen ist und sozusagen da auch einiges von aufgenommen hat. Das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung der handelsrechtlichen Vorschriften ist am 21. März des vergangenen Jahres in Kraft getreten. Die deutschen Regelungen wurden, darüber wurde jetzt ja eben schon mehrfach diskutiert und berichtet, federführend von dem Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz, Herrn Maas, entwickelt. Ziel der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist es, bei Immobilienkreditverträgen die nachhaltige Kreditvergabe zu fördern und ein hohes Verbraucherschutzniveau zu schaffen. Soweit die Einigkeit, und da waren dann hinterher eben einige offene Fragen, die im Verfahren dann auch geklärt werden sollen. Der nun vorliegende Antrag der CDU wärmt also eine Debatte auf, die wir in der Tat mehrfach geführt haben, zuletzt jetzt vor ein paar Wochen im Dezember, kurz vor Weihnachten. Sie möchten jetzt, dass wir uns im Bundesrat, was wir im Übrigen auch auf verschiedensten Ebenen schon getan haben, dafür einsetzen sollen, dass das Vollzugsdefizit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie beseitigt wird. Wie gesagt, wir haben das auch unser Justizminister, unser Verbraucherschutzminister auf verschiedenen Kanälen auch längst getan, dass diese Defizite im Vollzug auch beseitigt worden sind bzw. in Zukunft beseitigt werden können. Sie fordern also zu etwas auf, was bereits getan wird. Manchmal ist es vielleicht auch besser, im Sinne einer gut gemeinten Evaluation dann auch ein wenig abzuwarten und dann vielleicht noch mal nachzugucken, ob das, was Sie vorwerfen, dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung soll die Rechtssicherheit erhöhen und die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten erleichtern. Unter anderem wird die Wertsteigerung durch Baumaßnahmen bei der Überprüfung der Kreditwürdigkeit berücksichtigt. Und genau da setzen Sie von der CDU und auch von der FDP an, und Sie kritisieren, dass es bei der verschärften Kreditwürdigkeitsprüfung bei Anschlussfinanzierungen keine Änderungen gibt. Das ist in der Tat eine Frage, da waren wir uns einig, das habe ich eben schon mal gesagt, dass man da ein Augenmerk draufsetzen muss. Allerdings möchte Bundesminister Maas bei der Ausgestaltung der Kreditwürdigkeitsprüfung nunmehr eine Verordnung schaffen, die regelt, dass diese Missstände möglichst nicht eintreten. Das heißt, der Verordnung, auf dem Verordnungswege soll genau das, was Sie gerne möchten, ohnehin von dem Verbraucher und Justizminister des Bundes angegangen werden. Das ist ein Grund mehr, Ihren heutigen Antrag hier abzulehnen, weil wenn das, was Sie hauptsächlich wollen, ohnehin schon vorgesehen ist, nur im Moment noch nicht umgesetzt werden konnte, weil natürlich eine solche Verordnung auch erst geschaffen werden muss, und die ist in Vorbereitung, vielleicht kann der Landesjustizminister dazu gleich auch was sagen. Nach meinem Kenntnisstand ist sie in Vorbereitung. Dann wäre das Ziel Ihrer Bemühungen hier ja zumindest auch erreicht. Ich frage mich an der Stelle übrigens, um das auch noch mal anzusprechen, ob es denn bei Ihrer Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, so Sie dann hier noch im Saal sind, keine milderen Mittel gibt, als immer hier über Landesparlamente in Ihrer Bundesregierung nachzufragen, irgendwie wie der Stand bei der Umsetzung von Gesetzen und bei der Schaffung von Verordnungen ist. Ich würde meinen, da könnte man manchmal vielleicht durch die telefonische, das ist ein altes Instrument, was man noch mal nutzen kann, Nachfrage vielleicht viel schneller zu Erkenntnissen gelangen. Die CDU, und das will ich dann noch mal aufgreifen, Ihren Hauptkritikpunkt behauptet ja nun, dass es einen Rückgang bei Wohnimmobilienkrediten gegeben habe und dass zukünftig die Wertsteigerung einer Immobilie nicht honoriert werde. Allerdings bleiben Sie bis heute, obwohl Sie es jetzt zum dritten Mal vortragen,
den Beleg dafür schuldig, dass diese Behauptung auch tatsächlich gestützt werden könnte. Und solange Sie das nicht tun, würde ich Sie auch bitten, nicht in wenigen Wochen, wenn wir hier die nächste Sitzung haben, hier wieder mit dem Antrag um die zur Ecke zu kommen, damit auch noch mal vielleicht der letzte hier noch anwesende Kollege von der CDU dann dazu reden kann. Wir werden den Antrag jedenfalls wie beim letzten Mal ablehnen, weil wir glauben, alles ist auf einem guten Weg. Und ansonsten werden wir das in einem Evaluierungsprozess, wie sich das gehört, uns auch genau anschauen. Kollege Kämmerling und ich, wir werden da sehr wachsam sein. Ich freue mich auf die Ausführungen des Landesjustizministers, der uns vielleicht auch was zu den Verordnungen oder der Verordnung, die jetzt ansteht, auch sagen kann. Herzlichen Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank, Herr Kollege.